ist hier wieder Outdoor-Workout. Und natürlich müssen wir die Gewichte irgendwie in den Park bekommen. Ist natürlich praktisch, wenn Mina mein Auto durch die Gegend kutschiert. Und ich jetzt noch nicht weiß, wie bringe ich die ganzen Gewichte in den Park. Teddy, hast du eine Idee? Hast du einen Plan? Der hat oft auch keine Lösung. Stopp! Oder in die Tür? In die Tür rein. Ja, merk schon, Alter. Teddy, du kommst nicht mit. Wir sind doch so ein gutes Team. Ja. Outdoor Workout ist fertig. Kettlebells abgeladen, Auto abgeladen. Outdoor Workout heute war recht geil. Marian war auch da das erste Mal. Sascha war da. 5 Leute. Polizei kam vorbei. Polizei hat nichts gesagt, Polizei war auch glücklich. Eigentlich wollten die auch nur mitmachen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich freue mich mega darauf, dass das Wetter jetzt so geil bleibt. Und wir die nächsten Tage einfach genauso weiter draußen workouten können, egal ob tagsüber oder abends. War mega gut. Oh, da kommt meine bessere Hälfte und mein Hund. Hast du mich gerade ignoriert? Hast du Leckerlis bei? Wie willst du da mit ihm Sachen üben? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich gehe mal gucken. Das ist hier doch Musik in meinen Ohren. Nico, wie fandest du das Outdoor-Workout? Gut. War schön, oder? Gut. Willst du noch mal hier klären, warum wir jetzt einen kurzen Clinch hatten bezüglich der nicht vorhandenen Fairness aus deiner Sicht? Nee, das... Also Fritz ist immer gut und gerne der Typ, der einfach mal Wiederholungen verschluckt. Und dann hinten raus sich einen komplett abfeiert, weil er dann schneller ist als der andere, weil natürlich dann irgendwie 20% der Wiederholungen fehlen. Und er sagte, dass es heute eventuell nicht der Fall gewesen ist. Ich glaube ihm das ja. Wenn man es aber vorher schon 20 Mal gemacht hat, dann ist das eine Mal entsprechend so ein bisschen... Man hat eine gewisse Skepsis. Wisst ihr, das Workout heute besteht aus Laufen, Lunges, Swings und Push-Ups. Und wenn ihr euch mal guckt, hier seine Beinlänge, hier, ja, meine Beinlänge, so... Er musste ungefähr 8 Ausschritte machen, wo ich so 16 machen musste. Beim Laufen hat er auch einen riesen Vorteil, weil dünn. Ja, und dann habe ich... Ich gehe fest davon aus, dass ich mich nicht verzählt habe. Aber das Schöne ist, bei jemandem, der nicht zählen kann, ich weiß nicht, wie viel man daran glauben kann. Ja? Aber am Ende heißt es Sieg! Another one! DJ Nico! Zugeben, viel mehr ist einfach heute nicht passiert, was ich gefilmt habe. All day office, all day clients, all day Videos checken, all day programming. Ich versuche mehr zu filmen. Morgen wieder geiles Outdoor Workout, 19 Uhr. Und jeder, der Bock hat, kommt einfach vorbei, sagt mir Bescheid. Ich bringe eine Kettlebell mit und dann haben wir ein richtig, richtig geiles Workout. Und ansonsten wünsche ich jetzt allen ganz, ganz viel Spaß bei was auch immer.